Es gab vor ein paar Monaten... Nee, vor ein paar Wochen. So lange ist das noch gar nicht her. Gab es die Meldung, die große Klage, dass die Kirchensteuern nicht mehr so viel Einnahmen bringen. Es treten immer mehr Leute aus. Das Thema hatten wir ja eben schon auch mit der Kirche. Und ich denke auch, die Veräußerung von Kirchenbauten kann ein Grund sein. Ich habe mir so liedermäßig meine Gedanken gemacht über die Personalkrise in dem Verein. Ob es ein lieber Gott sein kann, denk ich mein manchmal, wenn er sogar kein Händchen hat fürs Personal. Ob er wohl Gründe hat, an denen es dann liegt, dass er nur die hat, die er nimmt, weil er sie kriegt. Ob er von Vorstellungsgesprächen wohl nichts hält, um mal zu sehen, wer am besten ihm gefällt. Hat er eine Auswahl, die er auch tatsächlich trifft? Macht er sich sorgfältig Notizen mit einem Stift? Warum sagst du nichts? Hör doch mal her. Sonst kommt in deine Kirchen niemand mehr. Ob er keinen Einfluss auf Beförderungen nimmt, weil er dran glauben will, dass es, wie es ist, so stimmt. Obwohl er wahrnimmt, dass es so bestimmt nicht ist. Ob ihm egal ist, wenn ihr's klar erkennt und wisst. Es gibt Kirchenmänner, die mit Mächtigen paktieren, nicht sehen, wie viel Vertrauen sie dabei verlieren. Wer sich beim Personal auf Männer reduziert, der sollte dann nicht staunen, wenn sowas passiert. Warum sagst du nichts? Hör doch mal her. Sonst kommt in deine Kirche niemand mehr. Wie ein geweihter, auserwählter Gottesmann, an Kindern viele Jahre sich vergreifen kann, wird er dann angezeigt, damit er nicht entwischt, noch frech erklärt, es würden Lügen aufgetischt. Wären Kinder sicherer, gäb's mehr Frauen im Talar, in Waisenhäusern manche Nonne teuflisch war. Auch manche Christusbraut hat Kinder arg gequält und war als Gottespersonal schlecht ausgewählt. Warum sagst du nichts? Hör doch mal her. Sonst kommt in deine Kirche niemand mehr. Wenn viele nun den Kirchen ihren Rücken kehren, soll sich Herrgott darüber bloß nicht noch beschweren. Er hat sich seit der Schöpfung wohl bequem gemacht, sein Personal zu schlecht geschult, nicht überwacht. Wer seinen Laden laufen lässt und nicht versteht, wann er was tun muss, weil es so nicht weitergeht, ehe er Verantwortung empört weit von sich schiebt. Vielleicht zeigt er so auch nur, dass es ihm